Ey, das geht. Nachdem ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Infinite Loop Giga Chat Music im Perfect Synchron auf beiden Bildschirmen angeschaut habe, kam ich irgendwann auf den Gedanken, ey, das ist doch gar nicht so weird im Gegensatz zu dem, was ich eigentlich die letzten Tage wieder erlebt habe. Ich bin nämlich letztens einfach komplett random. Ich wollte nur einkaufen hier bei Türk... Okay, sorry. Bei Türkbakal, also türkischer Markt, so Sucuk. Ich will eigentlich einen Sucuk haben. Und ich laufe da so komplett glücklich durch meine Reihen, freue mich, dass ich das Sucuk gleich kaufen kann und... So großen Typ neben mir. Schau so links. So 1,90 groß. Keine Ahnung, Mann, Alter. Und der packt einfach ein Flipknife aus. Zu meiner Verteidigung, dieses Messer ist ein Zweihandmesser und ist legal. Und ich muss es extra gerade aufschrauben, damit es für die Szene cool ist. Und jetzt muss ich gleich wieder nachschrauben. Der schaut mich an. Ich schau ihn an. Ich war nicht mal erschrocken oder so. Ich habe von der Stadt eh schon alles gesehen. Ich schau ihn an. Sag einfach. Er schaut mich an. Packt das Messer weg und Ende. Was wollte der Typ von mir? Wollte er mich abstechen? Oder wollte er einfach nur Sucuk schneiden? Ich weiß nicht, was er von mir wollte, Mann. Und die Story fand ich dann so komisch, dass ich sie Hockey erzählt habe. Und da bin ich dann auf diese Seite gekommen. Wie heißt denn die, Digga? Hast du gehört, Digga? War ein Clown da? Auf einmal war da ein Clownsgeräusch. Da war kein Fahrrad, da war kein gar nichts, da war nichts in der Gegend. Ich schaue mich um, wo kommen die Geräusche her? Und irgendwann, als ich nach Hause gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass es halt eigentlich wirklich noch nicht mal so weird im Vergleich zu den Stories, die ich früher erlebt habe. Weiß nicht, bombastische Einleitung für meine Storytime. Ich hatte damals einen Kollegen, das war in der 8. Klasse. Der war voll mit Fitness drin. Dann hat er irgendwie solche Oberarme, Alter. Und ich habe mal mit dem gechillt und der hat gesagt, ey, lass mal ins Fitness gehen. Ich so, hey, why the fuck not? Das Ding ist aber, wir sind in ein Fitness gegangen, was so voll scuffed war. Ich wollte sagen so am Anfang so, yo, wir müssen jetzt Probetraining anmelden, zum Trainer gehen und so. Mein Kumpel so, der lacht einfach so. Na, keine Sorge, ich gehe schon ein halbes Jahr rein, ohne zu zahlen. Ich denke mir so, okay, okay, juckt es die Leute hier nicht so? Dann erzählt er mir, nee, der Fitness-Typ, der das ganze Unternehmen da am Laufen hat, der juckt es überhaupt nicht, der will einfach nur sein eigenes Training machen und so. Ich vergesse es bis heute nicht, wie ich in dieses Fitnessstudio reingegangen bin, der Typ da hinten im Eck war und seine Bizeps-Curls gemacht hat und ich mir schon dachte, ey, wait a minute, der stopft auf jeden. Ich komme von der Seite rein, er macht seine Curls, schmeißt die Hand hin und schreit komplett los, aber so wirklich wie ein Geisteskranker. So. Und ich denke mir, hä? Okay. Weißt du, wir fragen den Typen einfach nicht, dass ich hier Probetraining mache, weil ich glaube, der wird mich jetzt einfach aufessen wie ein fucking Kentucky Fried Chicken Stick, Digga. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben mit dieser vertikalen Beinpresse angefangen. Er hat gesagt, oh, du machst doch eh schon seit Jahren Badminton. How about, du fängst einfach mal mit 180 Kilo Beinpresse an. 20, Digga, ist das fucking ernst? So, doch, das ist viel einfacher, als du denkst eigentlich. Ich so, ich vertraue dir schon irgendwo, ich meine, bist du schon im Fitness. Aber lass halt bitte trotzdem mal 160 Kilo machen, okay? Lass mal ein bisschen sicher gehen. Oh mein Gott, ich fange an, ich mach drei Wiederholungen, okay? Push ich gerade noch so durch. Ich denke mir so, Junge, ich sterbe gerade. Mein Kumpel chillt gerade so am Handy, oh ja, alles cool. Lass mir den Typ einfach mal first try, ersten Satz, 160 Kilo machen. Ich brech ein, Digga, ich schwöre, ich sag so, Digga, helf mir endlich. Der Typ packt an, er kriegt ihn gerade selber mal so hochgeschoben mit seinen Händen und er denkt sich, ja, war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aha! Oh, wow! Oh mein Gott, dankeschön! Seitdem bin ich von der vertikalen Beinpresse gestört. Nicht nur, weil ich Videos auch gesehen habe, wo Leute ihre Beine durchbrechen und was fucking ekelhaft ist und was ich euch nicht zeigen werde jetzt, aber vertikale Beinpresse ist ein No-Go. Und, was ich euch doch hier in dieser Story mitgeben will, fangt langsam an. Das ist wichtig, okay? Und vertraut nicht jedem Typen, der ins Fitnessstudio geht. Die haben nicht alle Ahnung. Aber der Tag war noch nicht verrückt genug. Wir mussten noch eins oben draufsetzen. Und das verstehe ich bis heute nicht, was da an dem Tag abging, Alter. Nachdem wir 16, 17 Uhr fertig waren mit Fitnesstraining, haben wir gesagt, ey, weißt du was, lass doch ein bisschen chillen am Abend. Er so, oh, weißt du, was lustig wäre? Lass mal zu einem Lost Place gehen, weil wir haben in unserer Gegend so ein Lost Place gehabt. Ich so, Bro, ich bin vielleicht so ein Schisser bei sowas, ne? Ihr wisst ja, wie ich bei Horrorspielen drauf bin, ich meine. Ich glaube, die machen da auch sowieso Akira. Wir gehen trotzdem hin. Wir waren dann dort und es war so eine ältere Bowlingbahn oder so. Und bis heute vergesse ich nicht, was da abging, Alter. Es hat zwei Etagen gehabt, okay? Einmal die obere und einmal die untere Etage. Man ist am Anfang am Eingang rein und unten am Keller war halt noch irgendwie so damals Servicekraft-Only-Zugang. Wir sind in der hohen Eingang, in der obersten Etage, okay? Das war so eine richtig lange Ebene nach hinten. Obviously, ist eine Bowlingbahn. Das war wirklich weird. Die Atmosphäre war ganz komisch dort. Vor allem, weil wir auch recht abseits der Stadt waren. Das heißt, es war auch keiner in der Gegend. Es lagen überall so Kerzen, Bemalungen und sonst irgendwas rum. Und ich denke mir so, das ist doch nicht normal für ein Lost Place. Warum liegen hier so viele Kerzen und so ein Scheiß rum? Dann sagt mein Kumpel zu mir, ah, ich hab's vergessen, dir zu sagen, ich war hier vor einer Woche schon mal und ich war auch unten in diesem Kellerbereich und da waren am Boden so Satan-Zeichen aufgemalt und so überall so Kerzen und so. Es war eine Puppe in der Mitte und so. Ich war noch nie so schnell aus einem irgendwas draus, nachdem ich wohl eine halbe Minute mit ihm gesprochen habe und ihn überreden musste, dass wir da rausgehen, weil da fucking Satan-Rituale im Keller gemacht wurden, hat er gesagt, okay, verstehe ich, lass mal rausgehen. Ist okay, es passt, ist okay. Kann immer passieren, er hat im Fitness einen Fehler gemacht, im Lost Place vielleicht einen Fehler gemacht, vielleicht, okay, weißt du was, sein dritter Vorschlag für den Tag ist vielleicht wirklich cool. Er hat gesagt, lass einen halben Kilometer weiter, da ist der
Da ist noch ein Lost Place, eine alte Fleischerei. Also wir sind da auf diese Fleischerei hochgeklettert, okay? So, das war da war alles abgesichert. Dann hatten wir den Überblick über die ganze City. Das sah voll schön aus. Da waren wir oben bei der Fleischerei. Alter Schwede. Ich will das nicht erzählen. Ich werde das so safe rausschneiden. Das wird niemals ins Video kommen. Das Ding ist nur, wir sind runtergeklettert und als wir dann unten waren, sind wir halt weggelaufen. Aber 5 Minuten drauf, als wir ein bisschen weiter entfernt waren, sehen so Ding. Wir sehen so Autos an uns vorbeifahren. Aber nicht normale Autos. Das waren Polizeiautos. Wir denken uns so, hä? What the fuck, Alter? Was ist da passiert? So, wir sind nach Hause gegangen. Wir hatten einen schönen Abend. Wir haben falsch Sport gemacht. Wir haben Satan-Ritual-Keller gefunden. Und wir hatten eine schöne Ausblick auf die Stadt. Am nächsten Tag haben wir erfahren, dass da jemand in die Fälscherei eingebrochen ist. Die seit 20 Jahren leer steht. Ich weiß nicht, was da drin war. Und ich will auch nicht wissen, was gewesen wäre, wenn ich 10 Minuten später gegangen wäre. Und ich will auch nicht wissen, was das mit diesem Lost Place zu tun hat. Aber irgendwie ergibt alles Sinn, Mann. Das ist ja Lost Place und die Fleischerei nebeneinander. Könnt ihr mir nicht erzählen, da hängt irgendwas damit zusammen. Und seit diesen Tagen, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Nee, ich halte mich aus diesem Lost Place-Scheiße raus und so. Es ist mir einfach egal. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich bin 16 und habe gefühlt schon alles gesehen. Egal. Also ich weiß nicht, was für ein okkulter Superhexer damit seinen Zaubersprüchen da hin und her gewandert hat, Alter. Aber ich will nicht mehr in diesen Bereichen. Ich hab da diesen Part aus der Stadt habe ich richtig abgekappt. Ich werde da nie wieder hingehen. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß. Was soll ich euch sagen? Soll ich sagen, das ist nicht passiert? Es ist 100% passiert. Das ist so ein Scheiß, ich schwöre. Es ist so ein Scheiß. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Macht euch einen schönen Tag, George.